أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir haben das letzte Mal über die Station der Freude gesprochen, dass der Muslim, wenn er den Geschmack des Glaubens erfährt, dass er eben Freude empfindet und diese Freude verjagt sämtliche Kummer und Sorgen im Leben eines Muslims. Die nächste Station, die Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala erwähnt, ist eine Folge dieser Freude, eine Folge des Geschmacks des Glaubens, und zwar ist es die Station des Geheimnisses, As-Sirru. Was soll das bedeuten? Al-Imam al-Harawi, rahimahullah ta'ala, das ist der Autor des Grundlagenwerks, welches Ibn al-Qayyim hier erläutert. Manazilu As-Sairin. Und Ibn al-Qayyim erläutert das Buch in diesem Werk Madariju As-Salikin, was wir ja hier in einer Kurzform durchnehmen. Al-Harawi, rahimahullah ta'ala, sagt, die Leute des Geheimnisses sind die Verborgenen, über die der Hadith erwähnt wurde. So, Ibn al-Qayyim erläutert das jetzt. Er sagt, er meint wohl den Hadith, den Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu überliefert hat, als er zu seinem Sohn sagte, oder als sein Sohn ihm sagte, du bist hier, während die anderen sich über die Herrschaft streiten. Da sagte Sa'd radiyallahu anhu, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, Allah liebt den Gottesfürchtigen, genügsamen, verborgenen Diener. Und der arabische Wortlaut heißt den Gottesfürchtigen, reichen, verborgenen Diener. Al-Taqi, Al-Ghani, Al-Khafi. Drei Eigenschaften. Die liebt Allah subhanahu wa ta'ala an seinem Diener. Die Geschichte des Hadiths ist, dass das stattgefunden hat zur Zeit des Konflikts unter den Sahaba. Die Sahaba radiallahu anhum, nach dem Mord an Uthman radiallahu anhum, waren zwei Parteien. Die einen sagten oder waren der Meinung, dass man eben die Mörder einfangen soll, bekämpfen soll, zur Rechenschaft ziehen soll. Und die anderen waren der Ansicht, dass es nicht Zeit ist. Ja? Instabile Lage. Es waren ja nicht nur 10, 20 Leute, es waren mehrere Tausende. Das heißt, es geht hier um Krieg. Auf jeden Fall, es kam zum Konflikt zwischen den Sahaba. Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu an gehörte zu den Sahaba, die sich enthalten haben. Die haben sich zurückgezogen, wollten mit diesem Konflikt nichts zu tun haben. Da kam sein Sohn, der sich nicht enthalten hat, sondern der Partei ergriffen hat. Er kam zu seinem Vater und sagte, du bist hier draußen, ja, außerhalb von Medina, und die anderen streiten sich über die Herrschaft. Da sagte er, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah liebt den Gottesfürchtigen, Reichen. Was für ein Reichtum ist hier gemeint? Innerer Reichtum, nicht nur Geld und Vermögen, Besitz. Deswegen habe ich es übersetzt mit Genügsamkeit. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith sagte, Reichtum ist Reichtum der Seele, also Genügsamkeit, dass du das, was du hast, dass das für dich genug ist, dann bist du reich.
dann bist du reich. Denn selbst wenn du unzählige Besitztümer hast, aber nicht genügsam bist oder wenn dir das nicht genug ist, fühlst du dich immer als armer Mensch. Deswegen hier, wir leben in einem Wohlstandsland und trotzdem fühlen sich viele Leute so arm. Ich habe nichts. Obwohl er alles hat. Wir wissen gar nicht, was Hunger ist. Alhamdulillah, möge Allah unsere Gaben segnen. Wir wissen nicht, was Durst ist. Wir wissen nicht, was Angst ist. Und so weiter und so fort. Ich meine Angst aufgrund von Kriegen und so. Natürlich kann der ein oder andere mal Angst haben, weil da eine Spinne an der Wand rumläuft oder so. Ja? Kann ja sein. Aber mir geht es um diese schlimme Angst aufgrund von Krieg, weiß nicht, ob die Bombe auf deinen Kopf fällt jetzt oder nicht, möge Allah uns bewahren und unsere Geschwister auch, die in solchen Konfliktgebieten sind. Auf jeden Fall, Allah Azza wa Jalla liebt den gottesfürchtigen, genügsamen und verborgenen Diener, der also nicht so berühmt ist, nicht so bekannt ist für seine Gottesfurcht. Und er sagte das, das heißt, ich brauche diese Herrschaft nicht und ich will mich gar nicht um diese Herrschaft kümmern, denn Genügsamkeit, ich habe hier meine Landwirtschaft, eine kleine, ja, ich kümmere mich um mich selbst, das reicht natürlich aus. Ibn al-Qayyim sagt, es mag aber auch sein, dass Imam al-Harawi den anderen Hadith meint, und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es kann einen Menschen geben, der aussieht mit ungepflegtem Haar, ja, und voller Staub und vor den Toren vertrieben wird und der nicht geachtet wird, aber wenn er bei Allah schwört, würde Allah es erfüllen. Was soll das heißen? Das heißt, äußerlich sieht er nicht so besonders aus. Äußerlich ist er bei den Menschen verpönt. Wenn er vor den Toren ist, wird ihm nicht geöffnet. Er ist ein Nobody. Er ist ein Niemand. Bei den Menschen, nicht bei Allah. Und wenn er eben redet, dann interessiert sich kein Mensch für ihn. Wer bist du denn? Du hast nichts. Aber bei Allah hat er so einen Rang, sobald er sagt, ja Rabbi, mach dies oder jenes, ich bitte dich um oder jenes, wird Allah es erfüllen. Das ist das Geheimnis, die Station des Geheimnisses oder des Geheimen. Was soll das heißen? Also sie haben einen sogenannten Zustand bei Allah. Halun ma'Allah. Den die Menschen nicht kennen. Das bedeutet, man hat eine Beziehung zu Allah, die kennt kein Mensch. Aufgrund einer guten Tat. Er spendet nicht viel, er hat gar kein Geld, er spendet was, er spendet Unterstützung. Sobald ihn jemand braucht, hilft er. Er ist ein armer Mensch, hat nichts, kann auch nichts machen, Großartiges, aber der eine sagt, kannst du mal bitte den Müll raustragen? Geht und hilft. Er wird so behandelt wie als Butler, ja, als so Diener. Hey, komm mal, du, der mit den zerrissenen Klamotten, kannst du mal bitte den Müll raustragen? Und er kommt und sagt, bitteschön, ohne Geld. Aber er wird ja nicht geachtet, er wird verachtet. Ja, man denkt, er ist ein Niemand. Und deswegen wird er so behandelt und der geht und nimmt den Müll und trägt ihn raus. Wenn er aber betet und sich niederwirft, sagt, ja Rabbi, bitte lass es regnen, ja Rabbi. Dann regnet es auf einmal. Dann regnet es. Wenn er sagt, ja Rabbi, es regnet so lange, ja Rabbi, es kommt die Flut, bitte lass es nicht mehr regnen. Der Regen hört auf. Die anderen heben die Hände und so weiter und so fort und es wird nicht erhört, Ad-Dua. Warum? Obwohl sie vielleicht viel Geld haben und viel gespendet haben, vielleicht haben sie viel Koran gelesen,
Er hat eine Beziehung zu Allah, ein Verhältnis zu Allah, einen Zustand bei Allah, den die anderen nicht haben. Das ist sein Geheimnis. Darum geht es bei dieser Station. Wenn du ihn siehst, würdest du sagen, wer ist das? Du denkst, es wäre... Du denkst, er ist uninteressant bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt al-Imam al-Harawi rahimahullah, diesen Zustand zu erreichen, dass du ein Verhältnis hast zu Allah, der besonders ist, der bedarf drei Eigenschaften, die erfüllt sein müssen und drei Eigenschaften, die entfernt sein müssen, nicht vorhanden sein müssen. Erste Eigenschaft, eine hohe Motivation. Jemand, der einen Zustand haben möchte bei Allah subhanahu wa ta'ala, also ein gutes Verhältnis zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass eben Allah seine Wünsche erfüllt, dass er ihn achtet, dass er ihn ehrt. Dieser Mensch muss eine gewaltige Motivation haben in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Also, der darf nicht faul sein. Das ist nichts für faule Menschen. Der liest den Koran einmal im Jahr, einmal im Monat. Freiwillig betet er, wenn er nichts anderes zu tun hat. Der spendet nur, wenn er gefragt wird. Das sind faule Menschen. Gut, Alhamdulillah, immerhin macht er was Gutes, aber es ist ein fauler Mensch. Genauso wie in der Schule, wenn jemand einmal im Jahr die Hausaufgaben gemacht hat, sagt man dem Barkalaufig, super, wow, du hast die Hausaufgaben gemacht. Oder sagt man, ja, gut, du hast die Hausaufgaben gemacht, aber und das, den Rest des Jahres? Das heißt, man braucht eine starke Motivation, um dieses Verhältnis zu haben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim sagt nun, so wie ein Vogel, der hoch in einer Höhe fliegt, in der andere nicht fliegen. Der eine Vogel fliegt oben, der andere fliegt nicht so sehr oben. Der hat mehr Kraft, mehr Motivation, mehr Antrieb als der andere. Da sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, derjenige, der zu niedrig fliegt, der kann Hindernisse finden. Da ist ein Baum, zack, stoßt er gegen einen Baum, weil der fliegt nicht so hoch. Oder ein Busch. Oder da springt ein anderes Tier und schnappt ihn. Oder da kommt jemand und erschießt diesen Vogel, ein Jäger. Aber der andere Vogel, der fliegt und gleitet in den höchsten Höhen, wer soll den abschießen mit einem normalen Jagdgewehr? Ist viel zu hoch. Welcher Baum soll vor ihm sein? Der fliegt über Berge, zum Beispiel so ein Adler oder Lau'ala, welche Vögel. Der gleitet ganz oben, das ist eine ganz andere Liga. Und so ist eben derjenige, der wenig Motivation hat, der fällt sofort hin. Erstes Hindernis, zack, und ist auf den Boden gefallen. Der liest Koran, erste Ablenkung, okay, Koran brauche ich nicht. Der will Sadaqa geben, auf einmal, es gibt eine neue Eissorte, okay, dann die Eissorte lieber. Es heißt jetzt nicht, dass er gesündigt hat. Aber in welcher Liga willst du spielen? In welcher Liga willst du spielen? Genügsamkeit soll im Weltlichen sein, nicht im Jenseitigen, nicht im Religiösen. Aber wir haben das umgedreht. Im Weltlichen sind wir nicht genügsam. Wenn jemand sagt, du kannst jetzt eine Villa bekommen, sagen wir dem, brauche ich nicht. Was soll ich mit einer Villa? Ich habe doch eine Wohnung, eine Einzimmerwohnung. Du bist jetzt mit einer Villa. Du kriegst sie kostenlos, ja? Kostenlos. Du musst nur ein bisschen was machen und musst den Schlüssel abholen. Mehr musst du auch gar nicht tun. Nee, soll ich jetzt die Straße überqueren, um den Schlüssel zu holen? Wer von uns würde sowas machen? Natürlich niemand. Jeder würde sagen, was? Nur über die Straße? Ja, mit.
Aber da sind wir nicht genügsam. Aber bei der Ibadah, guck mal, ein Buchstabe kriegst du 30 Hasanat, 10 Hasanat. Nee, jetzt Koran lesen. So einfach ist das. Alif, Lam, Mim, 30 Hasanat. Soll ich jetzt Koran lesen? Keine Motivation da. Faulheit. Beim ersten Hindernis, zack, fällt auf die Nase. Die zweite Sache, die man benötigt, ist die reine Absicht. Die reine Absicht. Das bedeutet, dass du nichts anderes bezweckst, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der eben eine starke Motivation hat, derjenige, der ein gutes Verhältnis zu Allah haben möchte, der muss das für Allah machen, nicht für jemand anderes. Oder für jemand anderen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Die dritte Sache ist, den richtigen Weg zu nehmen. Aber wenn du die falsche Strecke nimmst, dann wirst du nicht zu Allah gelangen. Was ist der richtige Weg? Koran, Sunnah, Verständnis der Sahab. Das sind die drei Pfeiler des Weges. Darauf, das ist die Brücke. Die Brücke, die Pfeiler dieser Brücke, die hängt an was? Koran, Sunnah, Sahaba. Fehlt eine Sache, fällt die Brücke. Und du kommst nicht weit. Du kannst nicht nur die Brücke halten, nur mit einem Pfeiler, Koran. Kommst du nicht weit. Koran und Sunnah, kommst du nicht weit. Du musst Koran und Sunnah verstehen, so wie die Sahaba es verstanden haben. Nach welchem Verständnis sonst? Nach deinem? Nach meinem? Nach welchem Verstand sollen wir Koran verstehen? Jeder, wie er will? Jeden Tag anders? Wir müssen den Koran und die Sunna verstehen, so wie die Sahaba es verstanden haben. Ibn al-Qayyim sagt, zusammenfassend können wir sagen, wer eine Beziehung haben möchte zu Allah, eine starke Beziehung, der soll einer sein für einen auf einem Weg. Sei einer für einen auf einem Weg, dann kommst du an. Was soll das heißen, sei einer? Eine Person. Nicht 5000 Gesichter haben. Einmal bist du der Mensch, der eben viel Spaß haben will, auch im Haram. Und einmal ein bisschen Religion, einmal ein bisschen Haram, einmal ein bisschen dies. Sei einer. Sei eine Person. Eine Person, du willst Allah, das ist Al-Ikhlas. Aber wenn du 1000 Gesichter hast, wie einige leider es wollen, die kommen von ihrer Jahiliyyah, wollen aber die Jahiliyyah weiterleben, aber islamisch. Früher in der Jahiliyyah war er in der Disco, es gab Musik, jetzt gibt es auch Musik mit Instrumenten und so weiter und so fort. Sowas geht nicht. Wenn etwas verboten ist, kannst du das nicht weitermachen. Oder zum Beispiel die Frau hatte kein Kopftuch an, jetzt zieht sie Kopftuch an, aber enge Hosen. Sowas geht nicht. Kannst kein Cocktail machen, sei einer. Sei eine Person. Kein, also modern im Sinne dieses liberale, unislamische, aber auch Islam, so ein bisschen von da, ein bisschen von da. Sei einer. Für einen. Für wen machst du das alles? Für Allah. Das heißt, deine Absicht ist Allah. Auf einem Weg. Nimm keinen anderen. Es gibt nur einen Weg zu Allah Azza wa Jalla. Der hat viele Spuren. Die Spur des Gebets, die Spur der Zakat, die Spur des Fastens, die Spur des Koranlesens und so weiter. Viele Spuren. Aber es ist ein Weg. Und ein anderer Gelehrter sagte, sei auf dem Weg zu Allah wie ein Zug, der auf Gleisen fährt. Egal wie schnell er ist, er bleibt immer auf diesem Gleis. Was soll das heißen? Es gibt Leute, die haben viel Motivation, gehen aber einen falschen Weg in der Ibadah. Oder in der Religion.
Zum Beispiel übertreiben sie es in einigen Anbetungen, sodass sie Dinge erfinden, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat. Oder eine Härte zeigen, die nicht zum Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Ja, es gibt einige, die denken, als Muslim musst du immer schlecht, so böse gucken. A'udhu billah diese Dunya. Ja, du kannst aber auch lächeln. Nimm das Gute von dieser Dunya. Das heißt, deine Motivation, das ist dieser Antrieb des Zuges, darf nicht zur Entgleisung führen. Bleib auf den Schienen. Was sind die Schienen? Koran, Sunna, Sahaba. Bleib auf dem Weg. Ansonsten gibt es einen Unfall. Wenn du nicht auf den Schienen bleibst, ist es verheerend für dich. Die drei Eigenschaften, vor denen wir uns bewahren müssen, ist, oder also die Eigenschaften, die sie nicht haben, diejenigen, die ein gutes Verhältnis haben zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sie nicht begrenzen kann auf eine bestimmte Sache. Was soll das heißen? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, oder dass man sie nicht erkennen kann, so, dass man sie nicht erkennen kann. Was meint er? Sie haben alle überholt. Sie haben die anderen schon längst überholt. Wisst ihr das zum Beispiel beim Rennen oder beim Autofahren und der andere ist schon weg. Den siehst du gar nicht mehr. So sind sie. Das heißt, man sieht sie nicht mehr. Das ist die Eigenschaft, die sie nicht haben. Man sieht sie nicht mehr. Was soll das heißen, man sieht sie nicht? Das heißt, sie machen so viele gute Taten, im Gegensatz zu den faulen Leuten. Das heißt, die langsam schreiten zu Allah, die sehen die anderen, die schnell schreiten zu Allah, nicht mehr. Das soll natürlich uns nicht demotivieren, sondern das soll uns erklären, dass wir uns verbessern sollen. Also nicht, dass jemand sagt, ja okay, dann hat sich's ja erledigt, ich bin der Faule, der Träge. Ja, dann mach einen Schritt. 1 km/h mehr. Und dann noch einmal einen mehr. Dann noch einmal einen mehr. Du musst dich sofort 50 km/h mehr machen und beschleunigen. Langsam. Eine Aya mehr am Tag. Das machst du mal einen ganzen Monat, 2 Monate. Dann die nächste Aya mehr am Tag. Machst du wieder 2, 3 Monate. Dann die nächste Aya mehr am Tag. Langsam. Aber das bedeutet, du wirst schneller. 5 Minuten mehr Dhikr am Tag. Das machst du dann 2, 3 Monate. Dann nochmal 5 Minuten. Oder zum Beispiel, ich mache nicht jeden Tag. Ja, dann fang an einmal die Woche. Nach 2, 3 Wochen wird es 2-mal die Woche. Und so weiter und so fort. Die nächste Eigenschaft ist, dass sie nicht bezeichnet werden. Was soll das heißen? Erstens, sie gehören keiner Gruppierung an. Sie sind Muslime. Punkt. Sie gehören keiner Gruppierung an. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, er nannte euch Muslime. Punkt. Das ist unser Name. Gut, wir heißen natürlich Ahlus Sunnah wal Jama'a. Warum? Weil es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Haltet euch an meine Sunna, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und Al-Jama'a, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, die Muslime werden sich in 73 Gruppen aufteilen, alle sind sie in der Hölle außer eine, dann wurde er gefragt, welche ist die? Dann sagte er Al-Jama'a, die Gemeinschaft. In einem anderen Wortlaut heißt es, jene, die mir folgen, so wie ich heute bin und meinen Gefährten folgen. Aber ansonsten haben sie keinen anderen Titel. Wir sind die so und so Leute. Wir sind die so und so Leute. Das ist eine Bedeutung, die Ibn al-Qayyim erwähnt hat. Die zweite Bedeutung ist, dass sie auch vom Aussehen her kein extra Aussehen haben. Es gibt ja einige Sekten, die ziehen sich dann extra an.
gibt Leute, die ziehen sich dann kunterbunt an, andere ziehen Allahu A'lam was an. Ja, die wollen ein extra Aussehen haben. Der Muslim, der Allah anbetet, der will nicht außergewöhnlich sein. Der will gar nicht erkannt werden. Der macht es doch nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Eine dritte Bedeutung, die Ibn al-Qayyim erwähnt, ist, sie sind nicht nur für eine Ibadah bekannt. Ah, das sind die Fastenden. Ah, guck mal, das ist der Bruder, der so viel Koran liest. Ah, das ist der, der viel spendet. Die sind nicht nur für eine Sache bekannt. Der fastet und spendet und liest Koran und ist gut zu seinen Eltern. Er ist bei allen Sachen dabei. Auf allen Spuren schreitet er zu Allah Azza wa Jalla. Nicht nur auf einer Spur, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Es mag sein, dass eine Ibadah, ein Gottesdienst dir einfacher fällt, mach es auch mehr. Das heißt nicht, dass du sagst, okay, dann lese ich halt nicht mehr so viel Koran. Doch, doch. Aber es bedeutet, vernachlässige nicht die anderen Sachen. Spende auch. Spendest du regelmäßig? Nee, eigentlich nicht. Ich lese jeden Tag Koran, aber ich spende nicht regelmäßig. Dann fang an zu spenden. Ja, soll ich so viel spenden, wie ich Koran lese? Musst du nicht. So oft, meine ich. So oft fasten, wie ich Koran lese oder wie ich bete oder irgendeine andere Sache. Nee, es muss nicht gleich sein. Aber es soll nicht so sein, dass du, dass eine Spur auf dem Weg zu Allah leer bleibt. Alle Spuren belegen auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die eine Spur, da bist du schneller, mehr Antrieb als auf der anderen, aber du gleitest auf allen Spuren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim sagt, wenn man diese Leute fragt, wer ist euer Scheich, dann sagen sie, der Gesandte Allahs. Und was ist eure Art und Weise, euer Weg, Tariqa? Es gibt ja bei den Sufis auch Tariqat, sagt man, also Tariqa. Und deswegen benutzt Ibn al-Qayyim eben diesen Begriff. Welche Tariqa habt ihr? Dann sagen sie, die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Welche Kleidung zieht ihr an? Weil eben einige Sekten, wie ich vorhin gesagt habe, haben besondere Kleidungen, die sie aussuchen, nur damit man weiß, okay, die gehören zur Gruppe XY. Dann sagt er, welche Kleidung habt ihr? Da sagt er, antwortet, die Kleidung der Gottesfurcht, wie es Allah Azza wa Jalla im Koran erwähnt. وَلِبَاسُ التَّقْوَى, also die Kleidung der Gottesfurcht, das ist besser. Und welche Madhhab habt ihr? Und die Antwort lautet, die Befolgung der Sunna. Und was wollt ihr? Dann lautet die Antwort, wir wollen das Antlitz Allahs, also das Angesicht Allahs, möge Allah es uns erlauben, ihn zu sehen. Welche Abstammung habt ihr? Da erwähnte er das Gedicht, mein Vater ist der Islam. Keinen anderen Vater besitze ich. Wenn andere prahlen, dass sie zu Qais oder Tamim gehören. Qais und Tamim sind Stämme. Er sagt, die anderen prahlen damit. Guck mal, wir gehören zu dem Stamm Qais. So ein edler, großer Stamm. Oder nicht, Tamim, arabische Stämme. Und er sagt, ich gehöre zu wem? Zum Islam. Das ist meine Abstammung. Ich bin ein Sohn des Islams. Das heißt jetzt nicht, dass du deine Abstammung verleugnen sollst, sondern mit was ist Grund deines Stolzes? Deine Nationalität oder deine Religion? Deine Nationalität bringt dir Yawm al-Qiyamah gar nichts. Allah wird dich gar nicht fragen, wo du geboren bist, was für einen Pass du hast. Das ist uninteressant. Was hast du gelebt? Welches Verhalten hattest du? Hast du Allah angebetet? Wo du geboren wurdest, was für eine Hautfarbe du hast, zu welchem Volk du gehörst? Wen interessiert denn das? Und die dritte Eigenschaft, die sie eben nicht haben, auf sie wird nicht mit Fingern gezeigt. Das ist eben dieses Geheime.
Sie sind nicht bekannt. Sie haben eine Beziehung zu Allah Azza wa Jal, die kennt nur Allah Jalla Jalalu. Wie ich schon mal erwähnt habe, es gab einen in der Salaf, also der Generation nach den Sahaba, radiallahu anhum, der hatte in seinem Leben mehrere Familien versorgt mit Nahrung und keiner wusste Bescheid, wer es ist. Mehrere Familien. Jeden Tag finden die ein bisschen Brot oder sowas ähnliches vor der Haustür. Und kein Mensch weiß, wer er ist. Wie wurde er erkannt? Ja? Genau. Als er gewaschen wurde, als er gestorben ist, hat man die Narben gesehen, dass er eben Sachen getragen hat. Ja? Also so wie ein Sack, den er eben getragen hat. Und da hat man erkannt, das war dieser Mensch, der eben gespendet hat. Und solche Geschichten gibt es zuhauf. Menschen, die es für Allah subhanahu wa ta'ala getan haben. Deswegen muss man zumindest eine Sache, wenn nicht mehr sogar, natürlich je mehr, desto besser, aber du musst mindestens eine Sache haben, die kein Mensch kennt. Weder dein Vater, noch deine Mutter, noch deine Frau, noch deine Kinder, noch deine Freunde. Keiner weiß davon Bescheid, außer Allah Jalla Jalaluhu. Ob das ein Gebet ist, ob das einmal eine Koran-Rezitation, also ein Durchgang von Anfang bis Ende. Das heißt, es gibt Leute, jedes Mal, Alhamdulillah, ich habe jetzt letztens wieder Koran fertig gelesen. Jazakallahu khairan. Aber behalt das für dich. Nee, ich wollte nur motivieren. Okay. Das nächste Mal behalt es für dich. Du hast uns motiviert. Barakallahu fik. Wer von euch sagt auch allen Leuten seinen Kontostand? Ihr kennt ja, also solche Fragen darf man nicht stellen, oder nicht? Wie viel verdienst du? Gehört sich nicht, oder nicht? Sagt man. Oder wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Das ist eine unangenehme Frage. Und erst recht wird keiner von euch sagen, Jungs, ich habe in diesem Monat habe ich 2000. Letzten Monat habe ich... Also wenn das jemand macht, dann denkt man schon, der hat sie nicht mehr alle, oder? Der ist ja nicht mehr ganz gesund. Wenn der jeden Monat sagt, er mir seinen Kontostand. Ebenso ist es, dass du nicht all deine guten Taten offenlegst. Du sollst ein paar Taten haben, die verborgen sind. Die nächste Station, die er erwähnt, ist die Station der Fremde, Al-Ghurba, des Fremdseins. Und er sagte, auf diese Station verwies der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, der Islam fing fremd an und er wird fremd werden in der Zukunft, so wie er angefangen hat. Also, Tuba ist ein Baum im Paradies für die Fremden. Da wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, wer sind denn die Fremden, o Gesandter Allahs? Da sagte er, diejenigen, die versuchen zu verbessern, wenn die Menschen schlecht werden. Möge Allah uns einsetzen, um die Menschen zu verbessern. Und in einem anderen Wortlaut heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Tuba für die Fremden. Da wurde er gefragt, und wer sind die Fremden, o Gesandter Allahs? Da sagte er, Menschen, die bessern, also die eben zum Guten aufrufen, die wenig sind mitten in vielen Menschen. Wer sich ihnen widersetzt, ist mehr oder sind mehr als die ihnen folgen. Also es ist eine Minderheit. Deswegen heißen sie die Fremden. Das sind Menschen also, die sind gut und rufen zum Guten auf. Das heißt, sie begnügen sich nicht nur damit, dass sie selbst gut sind. Nein, nein. Sie sind nicht passiv, sondern sie rufen zum Guten auf. Sie ermahnen die Menschen, klären die Menschen auf, also allgemein machen Da'wa, was heutzutage leider sehr selten gemacht wird. Hast du eine Person, mit der du Da'wa machst? Wer von euch hat jemanden, mit der
die er begleitet, eine Person, die er begleitet. Heißt, du kümmerst dich um diese Person. Du pflegst diese Person religiös im Sinne von, und wie sieht's aus mit dem Gebet? Oder, Allahu a'lam, irgendwas anderes. Er will den Koran lernen und hast schon Koran gelernt. Also du beschäftigst dich mit dieser Person, ja? Also ich habe meine Freunde, die sehr schön. Sind, okay. Aber die waren vorher Atheisten. Okay. Ich habe die ganze Zeit überzeugt, dass es ein Gott gibt. Mashallah. Okay, sehr schön. Also, ja, möge Allah sie recht leiten. Sehr schön. Also Sie waren Atheisten, jetzt glauben Sie immerhin an die Existenz Gottes. Ja? Was wolltest du sagen, Bruder? Sehr schön. Okay. Mashallah. Also einen Christen, der jetzt offener für den Islam ist und der andere ist Muslim, aber nicht so praktizierend und will jetzt auch mehr machen. Sonst noch? Wer hat keine Person? Also du redest mit keinem regelmäßig. Es geht mir nicht einmal im Leben. Einmal im Leben hast du bestimmt jedem mal einen Ratschlag gegeben. Es geht nicht darum, einmal einen Ratschlag. Mach das, nee, mach das nicht. Regelmäßige Begleitung. Wer hat keinen? Und die anderen haben alle. Eine Person? Sehr schön. Das, liebe Geschwister, wird natürlich dazu führen, dass, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, dass diese Menschen nicht immer zuhören oder nicht immer das machen, was du sagst. Aber das ist ja nicht dein Job. Nuh alayhi salam hat 950 Jahre lang Dauer gemacht. Am Ende glaubten maximal 80. Andere sagen, es waren nur 6. Und trotzdem ist er, so sagt Allah, besser, denn er gehört ja zu den 5 besten Propheten, die Propheten der Entschlossenheit. Trotzdem ist er besser als Yunus a.s., über den Allah sagte, ihm folgten 100.000. Bei Allah geht es nicht darum, wie viele dir folgen, sondern was hast du geleistet? Wie viele Erschwernisse hattest du? Wie viel musstest du ertragen auf dem Weg zu Allah? Und deswegen muss jeder von uns sich um eine Person kümmern. Mindestens eine Person. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul alayhi salatu wasalam sagt, Balliru anni walau ayah. Verkündet über mich. Balliru, also verkündet über mich, auch wenn es nur eine Ayah ist. Die Gelehrten sagen, verkündet ist ein Befehl. Über mich ist eine Ehre, dass du über den Propheten sallallahu alaihi wasallam reden darfst. Auch nur eine Ayah ist eine Vereinfachung. Du musst jetzt nicht den ganzen Islam beibringen. Eine Ayah. Das heißt, dass du den Leuten sagst, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir sollen keine Zinsen nehmen. Salamu alaikum. Das war's. Dann hast du Da'wah gemacht. Dann hast du zu Allah Azza wa Jal aufgerufen. Allah Jalla wa Ala erklärte ja im Koran, dass die meisten Menschen auf dem Irrweg sind. Allah sagt, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Und wenn du den meisten Menschen folgst auf der Erde, werden sie dich vom Wege Allahs abirren lassen. Das, so ist es. Die meisten Menschen glauben nicht. Warum ist das so? Ja, weil eben der Glaube an Allah und die Umsetzung der Religion etwas anstrengender ist. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Weg zum Paradies wurde geebnet mit Erschwernissen. Und der Weg zur Hölle wurde geebnet mit Begierden. Und dass du diese Begierden eben unterlässt und diese Erschwernisse auf dir nimmst, das ist natürlich etwas, was nicht die meisten Menschen machen. Dann machen wir den Adhan und dann geht es noch, inshallah, kurz weiter. Bihawlillahi ta'ala.
Wer macht da denn? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Abschließend erwähnt Ibn al-Qayyim rahimahullah bezüglich dieser Fremdheit, dass es drei Formen der Fremdheit gibt. Eine lobenswerte, eine tadelnswerte und eine, die weder lobenswert noch tadelnswert ist. Die lobenswerte Fremdheit ist diese Fremdheit der Gottesfürchtigen, der Rechtschaffenen. Warum sind sie fremd? Weil sie sich anders verhalten als die Mehrheit. Deswegen sind also Fremdheit im Sinne von Minderheit, aber gute Menschen. Die zweite Form ist eine tadelnswerte Fremdheit und er sagt, das ist die Fremdheit der Unrechtschaffenen. Obwohl sie viele sind, trotzdem sind sie fremd, weil sie nicht in der Nähe Allahs sind. Sie sind fremd, weil sie nicht ins Paradies gelangen. Sie sind fremd durch ihre Sünden. Und das ist ein besonderer Aspekt. Keiner, der sündigt, ist glücklich. Keiner, der sündigt, ist glücklich. Weil jede Sünde hat nur einen kurzen Genuss. Derjenige, der Drogen nimmt, wie lange hat er diesen Genuss? Nur den Moment, wo er die Droge gerade einnimmt. So, und dann Qual, Elend, oder nicht? Derjenige, der Alkohol trinkt, wie lange hält sein Genuss an? Nur in dem Moment, wo er Alkohol trinkt. Derjenige, der Zina macht, wie lange hält sein Genuss an? Ein paar Sekunden. Und dann geht's los mit dem Kummer. Mit der Unglücklichkeit. Wenn du aber betest, wie lange hält dieser Genuss an? Solange du lebst. Wenn du Koran liest, wie lang hält dieser Genuss an? Solange du lebst. Wenn du Allah gedenkst, wie lange hält der Genuss an? Solange du lebst. Und noch nach deinem Tod. Der Genuss ist unendlich.
Und deswegen hatte ich ja bereits erwähnt, sagten die Gelehrten, wenn die Könige wüssten, in welch Glücklichkeit wir leben, in welchem Genuss wir leben, durch die Anbetung Allahs, sie würden uns bekämpfen, damit sie selbst dieses glückliche Leben haben. Und die dritte Form der Fremdheit, die weder tadelhaft noch lobenswert ist, ist die Fremdheit, die geografische Fremdheit. Was heißt geografische Fremdheit? Wenn du in einem fremden Land bist. Das ist weder tadelnswert noch lobenswert an sich. Kann aber lobenswert werden durch deine Absicht, wie die Hijra. Wenn jemand auswandert für Allah in ein fremdes Land, das ist lobenswert. Warum? Weil er verreist ist? Nein, sondern weil er es für Allah getan hat. Wenn jetzt jemand anderes verreist in ein Land oder in eine Stadt oder Stadtviertel, um zu sündigen, und er ist fremd dort, er gehört nicht zu dieser Stadt, ist das tadelnswert oder lobenswert? Jetzt ist es tadelnswert. Warum? Weil diese Reise war mit einer schlechten Absicht. Das heißt, den Ort, den geografischen Ort zu wechseln, an sich ist das weder gut noch schlecht. Wann wird es gut oder schlecht? Je nachdem, welche Absicht du damit hast. Damit wären wir am Ende noch einen letzten Ausspruch von Abdullah ibn Umar, von dem Nabi sallallahu alaihi wasallam zu Abdullah ibn Umar. Er sagte, sei im Diesseits wie ein Fremder oder ein Reisender. Sei im Diesseits wie ein Fremder oder ein Reisender. Das bedeutet, mach sie nicht so sehr gemütlich. Nimm, was du brauchst und geh weiter. In der Dunya weiterhin zur Akhira. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit den Propheten im Paradies vereinen. Möge Allah jalla wa ala uns ein gutes Ende geben. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nach dem